Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Wieder einmal in Kollaboration, Zusammenarbeit mit meinem Bruder Michael aus Deutschland. Heute Abend am 30. Mai, Mittwoch, haben wir uns nochmal eingefunden. Der Michael hatte einen sehr produktiven Tag auf seiner Arbeit und hat es dann doch noch geschafft, sich freizumachen für eine Lesung. Und deswegen machen wir heute die 35. Lesung in dem fantastischen Buch von Theodor Griesinger. Den Titel kenne ich immer noch nicht vollständig auswendig, das spielt auch gar keine Rolle. Ihr kennt den ja selber inzwischen. Wir sind in diesem letzten Teil des dritten Buches im ersten Kapitel beschäftigt. Wir müssen noch ein paar Seiten lesen, um die sexuellen Verfehlungen und Moralvorstellungen der Jesuiten in Bezug auf den Beichtstuhl und in Bezug auf sexuelle Verfehlungen mit, zwischen Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Jungfrauen und allem anderen Weibervolk in der Zeit, durchzulesen. Wir werden da auch gleich drauf hinkommen. Ich habe nur vorher etwas in eigener Sache eben zu sagen. Erstens mal möchte ich Michael herzlich willkommen heißen zu der Sendung. Hallo Michael. Ja, hallo Jörg und hallo liebe Abonnenten von Joggler 66 und Joggler Wars Online und Jörg Lüßmann und so weiter. Alle, die wirklich an der Wahrheit interessiert sind. Ja, schön. Ich habe heute von der Post ein Paket bekommen und da war ein Buch drin, das ich bekommen habe, weil mir jemand in einem dieser Videos gesagt hat, dass es von Griesinger noch ein anderes Buch gibt. Das heißt Mysterien des Vatikans. Und er meinte, das gibt es online als PDF. Das habe ich nicht gefunden, aber ich habe es mir bestellen können via, eBay, glaube ich, habe ich das bestellt. Oder Amazon habe ich das bestellt in Deutschland. Knapp 30 Euro für bezahlt, das ist 400 Seiten stark, das ist ein Buch, wo zwei Bände drin sind, also das gleiche wie hier mit dem Buch, was wir jetzt lesen, das besteht ja auch aus zwei Bänden, wir sind jetzt in dem ersten Band, in dem dritten Buch, danach kommt der zweite Band mit noch vier anderen Büchern und dieses Buch heißt Mysterien des Vatikans und dieses Buch, und da werde ich mal eben das Bild hier mit einblenden für euch, weil da möchte ich euch kurz etwas draus vorlesen, bevor wir mit der normalen Lesung in die normale Buchlesung gehen, möchte ich euch hier eben draus vorlesen aus dem Buch, was hinten auf dem Umschlag draufsteht, also auf der Rückseite des Buches. Ich hätte auch noch gerne das Vorwort mit beigenommen, aber das wird dann vielleicht zu lang. Wir wollen ja die andere Lesung heute, die letzten paar Seiten, auch noch schaffen. Also, es steht hier, der Autor Theodor Griesinger war Theologe und als Pfarrvikar tätig, doch gab er sein theologisches Amt auf, um Schriftsteller zu sein. Seine kritischen Bücher hätten wohl auch sicherlich einen kirchlichen Ausschluss zur Folge gehabt. In diesem Buch konfrontiert er den Leser mit den Unzulänglichkeiten der christlichen Kirche, lies katholischen Kirche, und insbesondere mit dem widersprüchlichen Treiben der Päpste seit den Anfängen. Er untersucht deren Verhältnis zu den kirchlichen Tugenden wie Armut, Demut, Keuschheit, Frömmigkeit, Duldsamkeit, Unfehlbarkeit und stellt ganz offen dar, wie verwerflich und anstößig sich der Klerus in der Vergangenheit verhalten hat. Dieses Buch geht wirklich jeden an, denn gerade die Kirche beeinflusst durch ihre manchmal absurden Traditionen bis heute unser aller Leben. Selbst wenn es nur dadurch geschieht, dass man seinen finanziellen Beitrag zahlt. Und falls Sie jetzt meinen, dass Sie dies nicht interessieren muss, weil Sie nicht in der Kirche sind. Bis heute werden von vielen Gemeinden immer noch die im Mittelalter geschlossenen Pachtverträge an die Kirche bezahlt, heute teilweise Pachtersatzleistungen genannt, für Land, das früher sicherlich nicht immer auf rechtmäßige Art und Weise erworben wurde. So ist gewährleistet, dass wirklich jeder durch seine Steuern die Kirche mitfinanziert. Aber auch die heutigen bedrückenden Vorwürfe der Gewalt und des sexuellen Missbrauchs, da sind wir in einem Thema, wo wir jetzt gerade in diesem Buch beschäftigt mit sind, machen immer wieder deutlich, dass die Kirche, und ich stelle es ja noch deutlich heraus, dass die römisch-katholische Kirche als Institution nichts anderes macht, als ihre eigenen Vorteile zu verwalten. Das veraltete autoritäre Kirchensystem produziert seit Jahrhunderten und absehbar zukünftig die gleichen Schwächen und Fehler, und es ist kein Ende erkennbar, was sich wie ein roter Faden durch die gesamte Kirchengeschichte verfolgen lässt. Tja, es ist kein Ende absehbar. Naja, das Ende steht in der Bibel beschrieben. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 7 und 8.
Jesus Christus wird mit seinem zweiten Kommen den Antichristen mit der Kraft seines Mundes vernichten. Ich gehe jetzt auch gar nicht weiter gut in das Buch rein. Ich wollte nur eben sagen, original geschrieben ist dieses Buch 1861. Ich habe es in einer Version, wo es in modernen lateinischen Lettern gedruckt ist, also nicht diese altdeutsche Frakturschrift. 400 Seiten, eng beschrieben, keine Bilder dazwischen. Und ich wollte nur mal eben kurz auf eine Sache eingehen, die mir hier aufgefallen ist, gleich im zweiten Buch im Inhaltsverzeichnis steht, der Pseudo-Isidor. Ja? Das sagt euch vielleicht gar nichts, mir sagt das eine ganze Menge, weil es geht hier um die pseudo-isidorischen Dekrete, die genauso wie die Schenkung von Konstantin ein römisch-katholischer Betrug sind, mit dem sich die römisch-katholische Kirche anmaßt, ihre weltliche Macht zu argumentieren, zu begründen. Ja? So viel eben zu diesem Buch, Mysterien des Vatikans. Warum dieser Ausflug eben? Ja, einerseits, ich habe das Buch heute gekriegt und andererseits, ich lese, nachdem ich diesen ersten Band gelesen habe, mit dem wir uns jetzt ja im Augenblick beschäftigen, hiervon auch den zweiten Band. Ja, und wenn ich den durch habe, dann könnt ihr euch jetzt schon freuen, dann lese ich nämlich auch dieses Buch von 1861. 400 Seiten. Also, dieser Videokanal wird sich langsam aber sicher zum Theodor Griesinger-Kanal entwickeln. Und solange ich von den Menschen solche fantastischen Bücher kriege, finde und lesen kann und mit euch teilen kann, werde ich auch nicht müde, das zu tun. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Und ich meine damit die Wahrheit und die ganze Wahrheit. Und ganz wichtig finde ich hierbei, dass wenn wir jetzt weiterlesen auf Seite 338 in dem PDF, dass ich gleich im zweiten Satz einen ganz langen Kommentar geben werde. Ob euch das jetzt gefällt oder nicht, aber ich kann nicht anders. Genau wie Martin Luther, der damals in Worms sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir, ich kann das hier auch nicht anders. Also, auf dem untersten Absatz, auf Seite 338, hatten wir letztes Mal unsere Lesung aufgehört und lesen weiterhin, wie der Autor sagt, aus dem bisherigen, also da sehen wir ja die bisherigen sexuellen Verfehlungen, die moralischen Verfehlungen und wie die Jesuiten es dann geschafft haben, ganze Gerichte komplett umzudrehen und Leute, die erst freigesprochen wurden, zum Tode verurteilen zu lassen, diese ganzen Dinge, die wir besprochen haben, aus diesem bisherigen, ersieht man zur Genüge, wie ungemein rührig die Söhne Loyolas darauf aus waren, nichts auf ihren Orden herauskommen zu lassen, weswegen sie auch die Unzucht vergehen und ihre Urheber mit keiner Strafe belegten. Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, legten Veto. Sie nämlich... Bitte? Ja, nee, warte mal, ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe doch selbst mein Veto hier drin, also da musst du mich jetzt eben machen lassen, Michael, ja? Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, legten sie nämlich dahin aus, dass Gott durch diese Worte den Menschen habe anbefehlen wollen, nur fein vorsichtig und heimlich in der Liebe zu Werke zu gehen, damit niemand Ärgernis daran nehme. Das Lieben selbst aber habe Gott nicht verboten und auch nimmermehr verbieten wollen, denn sonst hätte er dem Manne die Neigung zum Weibe und umgekehrt nicht von Natur ins Herz gepflanzt. Tja, das sechste Gebot und Michael brüllt gleich Veto. Dabei habe ich deutlich gemacht, dass ich da direkt eine Bemerkung zu haben werde. Und diese Bemerkung werdet ihr euch jetzt anhören müssen, ob euch das gefällt oder nicht. Ich habe Michael einen Link geschickt, den ich hier auf Firefox mal eben aufmache. Und wir können uns die Seite hier eben anschauen. Ich habe, bevor ich auf diese Seite ging, in Firefox ganz leicht, gehen wir nochmal eben zurück, eine Seite, eingegeben, oben in die Suchmaschine, so wie ihr seht, die 10 Gebote Liste. Ja? Und dann kriege ich hier verschiedene Links. Ich habe da bereits ein paar geöffnet, vor allen Dingen den wir jetzt gerade eben gelesen haben. Und den lese ich jetzt auch nochmal. Und da steht hier, 10 Gebote, Grundlagen der christlichen Ethik. Einzelne Gebote kennen viele aus dem Religionsunterricht. Du sollst nicht töten oder du sollst Vater und Mutter ehren. Nach biblischer Überlieferung hat Gott die 10 Gebote dem Propheten Mose auf dem Berg Sinai übergeben. Sie sind im Alten Testament überliefert. Die Gebote regeln die Haltung des Menschen zu Gott und zu ihren Mitmenschen. Die Gebote sind hier in verkürzter Form wiedergegeben. Das erste Gebot, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Das dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Da alleine könnte man schon eine stundenlange Diskussion drüber gehen, über was für einen Feiertag geht's denn hier.
Das vierte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen. Das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das neunte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Und das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Weibknecht, Markt, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Hinweis! Bei der Zählung der Gebote gibt es im Judentum und in den christlichen Kirchen unterschiedliche Traditionen. Also, was zählt? Das Wort Gottes, die Bibel, das wahre, bewahrte Wort Gottes oder verschiedene Traditionen? Wohin die jüdischen Traditionen führen, das hat Jesus ja ganz deutlich aufgezeigt, als er die Pharisäer und Schriftgelehrten ausgeschimpft hat. Ja? Und wozu die heutigen Traditionen führen, das sieht man ja, wenn man sich mit der römisch-katholischen Kirche beschäftigt. Weiter lesen wir hier, die hier wiedergegebene Fassung folgt der lutherischen und römisch-katholischen Tradition, ja, dem lutherischen und dem römisch-katholischen Katechismus. Ja, auch im Katechismus von Luther sind diese 10 Gebote so aufgeführt. Und jetzt kommt's. Eine andere Zählung ergibt sich dort, wo das Bildverbot, du sollst dir kein Bildnis machen, als zweites Gebot aufgeführt wird. So in der anglikanischen, reformierten und orthodoxen Tradition. Dort werden dann 9. und 10. Gebot als ein Gebot verstanden. Und das ist eine 180-Grad-Umdrehung der Wahrheit. Ja? Das 9. und 10. Gebot als ein Gebot verstanden, so steht es geschrieben, wenn man die Bibel aufschlägt, nach der Übersetzung von, was ist das denn hier? Wieso kriege ich denn hier nur das eine? Wo sind denn da? Achso, die sind alle woanders. Okay, Schlachterbibel. Dann gehen wir doch mal eben hier in die Bibel, in die Schlachter 2000. Und dann öffnen wir mal eben das zweite Buch Mose. Und dann sehen wir da mal eben in das Kapitel 20. Runterscrollen, Kapitel 20. So, und da sehen wir hier die 10 Gebote aufgeführt, so wie sie im masoretischen, originalen Text sind. Also erstens mal finde ich es schon mal zwischen Anführungszeichen lustig, dass hier ein Unterschied gemacht wird zwischen der lutherischen Kirche und der reformierten Kirche. Also wenn Luther kein Reformer war und eine reformierte Kirche gestiftet hat, was war es dann? Schon Punkt 1. Die anglikanische Kirche, na, da bin ich mir auch nicht so sicher, die war auch noch unglaublich katholisch, davon mal abgesehen. Einen kleinen Schluck von meinem Kaffee neben mir. Und in der orthodoxen Tradition, also wie auch immer, dass man hier Luther und die reformierte Kirche apart nennt, also getrennt nennt, das ist mir schon mal ein Unding und ein Unverständnis. So, dann habe ich hier die Schlachterbibel aufgemacht und da steht in Exodus 2. Mose, wieso 21, ich habe doch gesagt 20. Mhm. Ja, Mann. 20. Ja, jetzt habe ich 20 hier. Das ist ja, ich habe wohl auf das falsche Ding geklickt oder was. Hier sind jetzt die originalen 10 Gebote und ihr könnt sie ja eben mal selbst durchlesen hier. Ihr könnt euch selbst die Seite nehmen, ihr könnt euch eure eigene Schlachter nehmen und ihr könnt sagen von, hä? Was hat der gerade vorgelesen in dem Buch? Das 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Wieso das 6.? Das 6. Gebot heißt, du sollst nicht töten. Das 6. Gebot in dem Buch von Griesinger ist aber, wie habe ich es gerade vorgelesen? Du sollst nicht Ehe brechen. Das ist nicht das 6. Gebot. Das ist der Unterschied zwischen dem Katechismus und dem wahren, bewahrten Wort Gottes. Exodus 20 oder 2. Mose, Buch 20, Kapitel 20, wie wir es hier lesen. Und das 10. Gebot ist ein Gebot. Nein, das ist die Tradition, die wir hier gerade eben gelesen haben, über die 10 Gebote, ja, was ich hier nochmal eben aufmache, ist genau umgekehrt. Die lutherische und römisch-katholische Tradition, die diese Publikation hier ist, und deswegen habe ich die anderen Dinge mal sehen lassen, was ich dann noch alles gesucht hatte. Auf jede Seite, wenn man hier drauf geht, die 10 Gebote, die ihr findet, sind alle dieselben. Ja? Es steht überall auf diese Art und Weise, wie das hier in diesem Papier steht, das wir hier jetzt sehen. So, und das 10. Gebot haben die mit ihrer römisch-katholischen Tradition geändert. Die haben es nämlich geteilt in das 9. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, und das 10. Gebot, und du sollst nicht begehren und so weiter. Original war das ein Gebot. Ja? Also, hier steht,
Dort werden dann 9. und 10. Gebot als ein Gebot verstanden. Ja, nee, Gott hat das so verstanden, weil der hat das Gebot von den Bildnissen, die man sich nicht machen soll, deutlich mit reingenommen. Aber in dem Katechismus ist das nicht. Und dann bin ich in dem Buchtext natürlich gerade eben drüber gestolpert. Ich sage, wieso das 6. Gebot ist, du sollst nicht töten? Wieso steht hier, du sollst nicht Ehe brechen? Ja, weil der Griesinger sich natürlich beruft auf die Schriften von Luther. Was die Leute in Deutschland ja viel tun, ist ja auch kein Problem. Ich habe kein Problem mit Luther, ich habe nur ein Problem mit den Fehlern, die in ihm waren. Und die decke ich jedes Mal auf. Ich habe, das wird in der Zwischenzeit natürlich wahrscheinlich schon längst veröffentlicht sein, ich habe 4 Videos gemacht, wo ich die schmalkaldischen Artikel von Martin Luther gelesen habe. Und in diesen schmalkaldischen Artikeln von Martin Luther sprechen wir auch über die 10 Gebote. Und da bringe ich das ganz deutlich zur Sprache, dass da die Gebote verändert waren gegenüber der originalen Bibel. Ja? Also, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Neben mir ist das 1. Gebot, aber das 2. Gebot heißt, du sollst dir keine Abbildung machen von irgendwas im Himmel. Ja, lesen wir es mal eben, wie es hier in der Schlachterbibel steht. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das mit den Geboten halten, meine Lieben, das gilt auch noch bis heute und das gilt immer noch, alle Gebote zu halten. Ja? Man kann sich nicht auswählen, welche man hält und welche man nicht halten will. Alle halten. Wenn man ein Gebot übertritt, übertritt man sie alle. Und die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Also überlegt euch gut, was ihr mit den 10 Geboten heute macht. Aber das ist eine ganz andere Sendung. Ich bin auch wieder viel zu lange schon hiermit beschäftigt. Wir kriegen wahrscheinlich noch nicht mal die Lesung vernünftig getan heute. Aber ja, Entschuldigung, aber ich finde das absolut wichtig. Und jetzt halte ich mal eben meine Schnauze, dann kann Michael seinen Senf dazu geben, bitteschön. Mein Senf zum Ersten, also dieses Bildnisverbot steht auch in der Luther 1534, die habe ich mir gerade mal zur Kontrolle gerade mal geschnappt. Und zum Zweiten, was ich immer so ein bisschen schmunzelnd lustig finde, ist, dass es in der EKD eben nicht aufgeführt ist, in der Liste von der Evangelischen Kirche Deutschlands, aber bei einer Quelle, wo ich jetzt nicht mit gerechnet hätte, in dem Falle mit den 10 Geboten ist tatsächlich Wikipedia schlauer. Ja, also in Wikipedia, wenn man da eingibt, wiki/10 Gebote, dann wird also tatsächlich, werden da die richtigen 10 Gebote in Anführungsstrichen, also wird zumindest das Bildnisverbot da aufgeführt, weil komplett aus Exodus 20,2 da zitiert wird. Und das finde ich absolut, unglaublich, dass halt da Wikipedia genauer ist als die evangelische Kirche, weil es ist letzten Endes ein Zitat aus dem Alten Testament, ne? Und da sieht man mal ganz, da sieht man mal eben wieder, dass die eben nicht sola scriptura praktizieren. Das war mein Senf. Ja, es gibt auch noch einen ganz anderen wichtigen Punkt damit bei Michael. Und das ist nämlich, dass die meisten Leute den Katechismus studieren und eben nicht die Bibel. In der römisch-katholischen Kirche studiert kein Mensch die Bibel. Denen wird der Katechismus in die Hände gedrückt und den müssen sie studieren. Und im Katechismus sind die 10 Gebote verfälscht. Also wie wir gerade darüber gesprochen hatten, das 2. ist gestrichen und das 10. ist zweigeteilt, um davon das 9. und das 10. zu machen. Ja? Und das hat Luther in seinem Katechismus so übernommen, und zwar im kleinen Katechismus wie im großen Katechismus. Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass man die originalen 10 Gebote nicht findet. Komischerweise, wenn du dir eine Bibel anschaust, eine römisch-katholische Bibel, die Bibel Douay-Rheims-Version, das ist die Jesuitenbibel, die 1609 erschien, 2 Jahre vor der König James, da stehen die 10 Gebote so drin, wie sie in der Schlachter auch gerade drin stehen, wie ich sie vorgelesen hatte, mit dem 2. Gebot mit den Bildnissen da drin. Ja? Mhm. Aber im Katechismus nicht. Und den Leuten wird ja gesagt, denen wird ja gelehrt, ihr seid zu dumm, ihr könnt die Bibel gar nicht verstehen, die Bibel muss euch erklärt worden, dafür gibt es dann irgendwelche Priester und gelehrten Theologen, die müssen euch die Bibel erklären, ihr seid zu dämlich, ihr müsst den Katechismus lernen. Den Leuten wird abgeraten, die Bibel zu lesen, und ich sage immer, Leute, lest eure Bibel. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Und da wollte ich jetzt mal eben drauf hinaus. Ich habe da den Punkt gemacht. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Beitrag, Michael. Ich wollte dich auch nicht irgendwie beschneiden oder nein, so. Nur
weißt du, wenn ich so in Rage komme, dann muss ich mein Ding loswerden und dann will ich nicht unterbrochen werden. Also, mhm, okay. Das ist nun mal so. Ne? Weil, das wenn ich im Fluss bin, bin ich im Fluss. Und wenn du das hast, dann bist du das auch. Und dann lasse ich dich auch gerne ausreden. Ich meine, das ist gegenseitiger Respekt von uns beiden. Ja, genau. Nur, dass unsere Zuschauer das bitte gut verstehen. Wir streiten uns hier nicht oder sowas. Ne? So, jetzt habe ich das also hier gelesen. Ich habe euch das gezeigt, wie hier die originale Bibel aussieht in der Schlachterbibel. Wir sehen hier die 10 Gebote, wie man sie normalerweise im Internet findet. Und ich habe euch erklärt, wo diese Lüge herkommt, die ich hier ganz deutlich in Blau nochmal eben unten angestrichen habe. Eine andere Erzählung ergibt sich dort, wo das Bildverbot als zweites Gebot aufgeführt wird. Dort werden dann 9. und 10. Gebot als ein Gebot verstanden. Und das ist wieder eine typische 180-Grad-Umdrehung der wirklichen Tatsachen, so wie es tatsächlich ist. Ja? Das eben dazu. So, jetzt mal eben sehen, dass ich das PDF hier nochmal habe. Und dann lesen wir nochmal weiter. Und wir verstehen dann aus diesem zweiten Satz, das fünfte Gebot, das siebte Gebot, Entschuldigung, eins weiter, nicht eins weniger. Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, legten sie nämlich dahin aus, dass Gott durch diese Worte den Menschen habe anbefehlen wollen, nur fein vorsichtig und heimlich in der Liebe zu Werke zu gehen, damit niemand Ärgernis daran nehme. Auch hier bin ich natürlich nicht mit dem einverstanden. Ich meine, was der Autor sagt, hat er ja recht. Das ist ja nicht, das sind ja nicht seine Worte, das sind die Worte der römisch-katholischen Kirche. Aber Gott hat ganz deutlich gesagt, bereits in Genesis, Adam, seine Worte, dafür, als er Eva gesehen hat, wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und Mann und Frau werden ein Fleisch werden. Sex ist in der Bibel nur gestattet in der Ehe und jeglicher Sex, absolut jeglicher Sex außerhalb der Ehe ist Unzucht. Also, natürlich legt die römisch-katholische Kirche das gerne anders aus und sagt, ja, aber Gott wollte mit diesen Worten den Menschen eigentlich nur anbefehlen, fein vorsichtig zu sein und heimlich in der Liebe zu Werke zu gehen, hinter verschlossenen Türen und die Frauen, mit denen man das erleben macht, zur Not auch noch zu bezahlen, ne? Haben wir nicht schon viel von den Dirnen und Konkubinen und alles in diesem Buch bereits gelesen? Damit niemand Ärgernis daran nehme. Ja, niemand, okay. Und was ist mit Gott? Ja? Die römisch-katholische Kirche stört sich nicht daran, dass Gott daran Ärgernis nimmt, wenn man auf die Art und Weise verfährt, wie es hier geschrieben steht. Na, aber dass der Mensch, dass der ja bloß kein Mensch irgendwie Ärgernis dran nehme, das kann ja schon mal gar nicht sein. Was mit Gott ist, das ist ja uninteressant für uns. So verstehe ich das hier, wenn man das hier liest. Das Lieben selbst aber habe Gott nicht verboten. Nein, zwischen Mann und Frau, die verheiratet sind, hat das nicht verboten, auch nimmermehr verbieten wollen, denn sonst hätte er dem Manne die Neigung zum Weibe und umgekehrt nicht von der Natur ins Herz gepflanzt. Natürlich hat der Mann die Neigung zum Weibe und die Weibe die Neigung zum Mann aus Natur. Das ist ja auch richtig so, aber zu einem Mann für die Frau und zu einer Frau für den Mann. Bitteschön, so zu verstehen. Dass die beiden, wenn sie ihre Verbindung eingehen, das so tun, wie es von Gott bestimmt war. Nämlich, dass man mit dem einen Partner bis zum Ende leben bleibt. Und da Beispiele darüber gibt es ja nun genug, wie damit umgegangen werden soll und nicht umgegangen werden soll in der Bibel. Im sogenannten Alten Testament, dem Gesetz und den Propheten, das ist ja voll damit. Okay? Und gestatte mir den Kommentar, das natürlich, war ja damals bitte. Auch eine ganz andere Hausnummer. Denn damals sind die Leute ja viel, viel älter geworden als heute. Das darfst du aber nicht so laut sagen, Michael. Früher waren die Leute alle klein und sind früh gestorben. Und heute werden sie alle mal größer und leben länger. Ja, ja. Das ist ja Evolutionstheorie. Ne? Richtig. Deswegen ist es auch. Du musst aufpassen, dass du hier nicht. Also, du musst schon. Also, bitte politisch korrekt sprechen, ne? Oh, ja. Also dann sage ich einfach mal, im biblischen Kontext im Alten Testament sind die Leute doch ziemlich alt geworden zu der Zeit, wo nachdem Adam mit Eva die Ehe einging. In dieser biblischen Reihenfolge sind die Leute laut dem altbiblischen Text ziemlich alt geworden. Wenn da eine Ehe eingegangen wäre dann diese Ehe doch sehr lange gelaufen und es gäbe dann eine goldene Hochzeit, eine Diamantenhochzeit, eine Platinhochzeit und 20 verschiedene andere Hochzeiten. Das wäre auch sehr teuer geworden dann. Ja, stell dir mal vor, Adam, der über 930 Jahre alt wurde, der hätte zu seinem 900. Geburtstag Familienfest gehalten und all seine ganzen Kinder und Enkelkinder und Enkelenkelkinder eingeladen. Ja. Also. Wohin mit den ganzen Geschenken?
Deswegen findet ja auch Geburtstag in der Bibel nicht statt. Ne? Ja. Ja. Geburtstagsfest wird in der Bibel zweimal erwähnt, einmal beim Pharao und einmal bei Herodes, also beides mal von Heiden. Ja? Mhm. So viel zum Geburtstag feiern, dass sich bloß keiner unterstellt, mir jemals zum Geburtstag zu gratulieren. Da flippe ich immer aus, Mist will ich nicht. Gut, lesen wir mal eben weiter. Sie selbst also, so kalkulierten sie weiter, hätten mit dem Gelübde der Keuschheit, also das sind hier die Jesuiten, die da natürlich weiter kalkulieren, hätten mit dem Gelübde der Keuschheit, das sie beschworen, keineswegs der Liebe entsagt, sondern nur zugesagt, kein öffentliches Ärgernis zu geben. Und dieses Versprechen wollten sie halten. Eben deswegen aber sei es besser, nicht mit weltlichen Frauen, das ist nicht mit den Töchtern und Frauen der Laien, seine Brunft zu kühlen, weil man von den Letzteren immer mit Argusaugen bewacht werde, sondern vielmehr mit denjenigen Jungfrauen, welche ganz in derselben Lage seien wie sie selbst, nämlich mit den Nonnen. Denn bei diesen könne man mit Leichtigkeit das tiefste Geheimnis vor der Laienwelt bewahren, und was die Hauptsache sei, es entstehe über die Liebe der Schleierträgerinnen keine Eifersucht von Brüdern, Buhlen und Ehegatten, wie sonst immer bei anderen Frauenzimmern. Ende dieses Zitats. Also über diesen Satz könnte ich jetzt 2 Stunden ein eigenes Video halten, wahrscheinlich mit vielen Beiträgen von Michael auch noch dabei. Ich erspare mir das jetzt. Ich rufe einmal auf zu eurem eigenen Verständnis hierzu, dass ihr mal seht, wie hier mit der typischen jesuitischen Sophistik und Kasuistik die Worte Gottes so ins Umgekehrte gedreht werden, dass eben teuflisch für gut erscheint und gut teuflisch wird. Und das ist ja genau das, wovor uns die Bibel warnt, dass der Antichrist so etwas tun wird. Solcher Gestalten resonierten die Söhne Loyolas, und sie betrachteten infolgedessen die Nonnenklöster als diejenige Weide, welche ihnen ausnahmsweise vom Schicksal überlassen worden sei. Wie sie es nun aber da trieben, darüber will ich selbst nicht weitläufig auslassen, sondern ich führe lieber die Worte eines Schriftstellers vom Schluss des 17. Jahrhunderts an, der verschiedene Jahre bei den Jesuiten zubrachte und ihr ganzes Tun und Treiben so genau kannte als sich selbst. Und ich will dann nur noch mal eben drauf zurückgehen, ich habe ja früher schon in anderen Lesungen das erwähnt, wie zum Beispiel in Spanien, als da Anfang des 20. Jahrhunderts sich die Republik durchgesetzt hat, die dann ja später durch Franco wieder zerstört wurde, durch den Faschisten, wo sie damals die Jesuiten da rausgeworfen haben, selbst in Spanien, und wo sie die Klöster geschlossen haben und wo sie geheime unterirdische Gänge zwischen Männerklöstern und Frauenklöstern gefunden hatten und da in diesen Gängen verschiedene Kammern gefunden hatten, in denen teilweise bis zu hunderte Babyleichen waren, von Babys, die erstickt wurden, die halt von den Nonnen ausgetragen wurden, und dann hat man sie eben umgebracht. Ja, das ist die Moral der Jesuiten. Weil die Leute vom Orden Jesu, so erzählt der besagte Schriftsteller, von dem wir hier lesen in einer Fußnote, das ist der bekannte Peter Jarigius oder auch Peter Jarige, dessen Werk über den Orden Jesu anno 1862 erstmals herauskam ist, also von dem ist das hier genommen, weil die Leute vom Orden Jesu mit den Nonnen Umgang zu pflegen vorzugsweise befugt zu sein wählen, halten sie sich oft ganzer sechs Stunden vor dem Gitter. Bei Nonnen sollen bekanntlich mit Mannspersonen nur durch das Gitter des Sprechsaals sich unterhalten auf und konversieren sie mit ihren Auserwählten. Ich wollte aber darauf schwören, dass nicht ein einziges nützliches Wort von der Bekehrung zur Gottseligkeit gehört werden wird, sondern mehrteils Boten und andere ausschweifende Liebesworte. Zoten und andere ausschweifende Liebesworte. So erklärte einstens der Pater Kluniak, wie er mir selbstens erzählte, einer Nonne vom St. Antonskloster das Buch von der Verwerfung der Ehe und diskutierte dabei weitläufig von dem, was man Impotenz oder Ehestandsuntüchtig nennt. So unterrichtete der Pater Johann Adam, ein gar beredter Sohn Loyolas, die Nonne Ursula vom Kloster St. Makarii,
in dem Traktat von der Kindererzeugung und befleißigte sich dabei einer solchen Deutlichkeit, dass kein Professor der Anatomie es besser hätte machen können. So wies der Pater Jakob Bois eine andere Nonne desselbigen Klosters an, wie sie ganz genau aus der Gesichtsbildung eines Mannes auf seine sonstige männliche Ausbildung schließen könne. Also nach dem Motto mit der Nase, ne? An der Nase erkennst du seinen Willi, oder wie sie heute sagen, ne? An der Nase des Johannes. Genau. Ja. An der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes. Ja, richtig. So ist das, ja. Ja. Oh, in welche Abgründe bewegen wir uns hier? Also, ja, du liest. Ja, ich lese ja auch nur, was der Autor hier sagt. Und ich finde, genau, das ist ja wunderbar. Also. Die Dinge müssen ja auch mal gesagt werden. Die Leute wissen ja sowieso, worum es geht. Und ich finde das schon in Ordnung, da keine, nicht um den heißen Brei zu reden. Ja. Mhm. Ja. Das ist sowieso nicht mein Ding. Also, so wies der Pater Jakob Bois eine andere Nonne desselbigen Klosters an, wie sie ganz genau aus der Gesichtsbildung eines Mannes auf seine sonstige männliche Ausbildung schließen könne, und weihte sie zugleich noch in manch anderes Geheimnis ein, welches oft nicht einmal den Vorsteherinnen der öffentlichen Bordelle bekannt ist. Kurz, ein Laie würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er hören würde, welche Gespräche die Jesuiten mit den Nonnen zu führen pflegen, und überdem benennen sie dieselben nie anders als mein Herzchen, mein Schätzchen, meine Allerliebste oder sonst sowas dergleichen. Na, vielleicht sollten sich jetzt einige Männer, die das hier mal mithören, mal überlegen, wie sie ihre Frau in der Zukunft nennen. Ha? Mein Schätzchen, mein Herzchen, meine Allerliebste. Also wenn ich weiß, dass das hier bevorzugte Kosenamen der Jesuiten für die von ihnen mehr oder weniger als Konkubine gehaltenen Nonnen sind, dann würde ich, glaube ich, meine Frau lieber einem anderen Namen geben als so einen jesuitischen hier. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Nicht minder ist bekannt, fährt der Autor fort, wie die Leute vom Orden Jesu ihre unzüchtigen Hände durch die Gitter stecken und damit die Nonnen betasten, während diese sich umgekehrt nicht scheuen, ihre Brust und andere Teile zu entblößen. Wenn es aber nur dabei bliebe, wenn es aber nur dabei bliebe, aber es ist leider auch eine nur allzu allgemein bewiesene Tatsache, dass die Jesuiten den Weg in die Zellen der Nonnen zu finden wissen und oft ganze Nächte daselbst zubringen, oder aber treffen sie sich in den verschlossenen Beichtstühlen, und dann werden diese zum unzüchtigen Lotterbette. So sind die Herren Professoren vom Parisischen Kollegium mit den Dominikanerinnen daselbst so freundlich umgegangen, dass deren etliche mit vollen Früchten beladen wurden und genötigt waren, sich auf einige Monate nach Bordeaux, wo man sie nicht kannte, zurückzuziehen. So hat der bekannte Melchior Stör, der in Rom zum Doktor der Theologie avancierte, ein ganzes Jahr in dem Nonnenkloster zu St. Maria als Berater der Äbtissin gelebt, und diese schwor ihm in 1000 Küssen zu, dass sie ohne ihn gar nicht existieren vermöchte. So wurde der Pater Friedrich Sommermann, ebenfalls ein Doktor der Theologie, nach Luzern berufen, um daselbst einer besessenen Nonne den Teufel auszutreiben, und brachte dies auch wirklich zustande, aber nicht ohne, dass die dem Herrn verschriebene Jungfrau ein Andenken von ihm bekam, dessen sie während der nächsten 9 Monate nicht losward. So ist selbst von einem der berühmtesten der Sozietät, dem Pater Cotton, dem Beichtvater König Henrichs IV. Bekannt, dass er in Avignon eine Nonne zur Mutter machte, und die darüber niedergeschriebenen Prozessakten wurden sogar nach Rom gesandt, um dem Papst Clemens VIII. Vorgelegt zu werden. So fand man bei der Jesuitenverjagung aus Böhmen zu Anfang des Dreißigjährigen Krieges in ihrem Kollegium zu Prag einen noch blutigen Hebammenstuhl, mit dem sie den Nonnen ihrer Nachbarschaft auszuhelfen pflegten. So fing der lemovitische Bischof ein ganzes Schock Liebesbriefe. Entschuldigung, wir müssen mal nur sehen. Wie liest sich der Satz hier? So fing der lemovitische Bischof ein ganzes Schock
also das wird wohl ein ganzer Stapel gewesen sein oder sowas, Liebesbriefe auf, welche die Novizen des dortigen Professhauses mit den Bewohnerinnen eines benachbarten Frauenklosters wechselten. Und so könnte ich der Beispiele, die ich selbst erlebt, noch eine ganze Menge anführen. Wie gesagt, ich verweise hier gerne nochmal auf das Buch von Charles Chenequy, Der Beichtstuhl. Das könnt ihr euch im Deutschen besorgen. Und wenn ihr das gelesen habt, dann versteht ihr noch, wie viel tiefer das geht. Und übrigens, auch in dem nächsten Buch von Griesinger, das ich ja bereits angekündigt habe hier, über die Mysterien des Vatikans, da kann ich euch versichern, da gehen wir genauso in diese Dinge ein, weil da steht viel von diesen Dingen damit drin, zum Beispiel auch von dem weiblichen Papst und so weiter und so weiter. Also eine ganze Menge, die wir da auch noch in dem Buch lernen werden. Und auch noch in diesem Buch geht es noch ein paar Seiten weiter. Ja? Müsst ihr euch leider noch einen Moment anhören, was der Autor hierzu zu sagen hat. Aber auf der anderen Seite, unsere Generationen heute sind ja in der Hinsicht ziemlich abgehärtet. Ne? Was ich hier vorlese, das ist ja noch nicht mal Nachmittagskinderprogramm. Selbst da laufen ja schon schlimmere Dinge, muss man ja leider sagen, wie das heutzutage im Fernsehen so ist. Und dann wundern wir uns, warum unsere Kinder so verkommen sind und keine Moralvorstellung mehr haben. Ne? Wie aber eine Sünde immer die andere erzeugt, so entstand oft zwischen zwei oder drei Jesuiten, welche eine und dieselbe Schwester zu besitzen wünschten, die größte Eifersucht. Und sie suchten sich nun gegenseitig bei dieser ihrer Buhlschaft, um allein der Hahn im Korbe zu sein, auf die allergröblichste Weise herabzusetzen. So zankten sich zum Beispiel die Patres Johann Adam und Jakob Pirovat wegen einer gewissen Cordula so heftig, dass es beinahe zum Duell zwischen ihnen gekommen wäre. Schließlich jedoch ward Pirovat überwiesen, dass er an seiner niedrigen Mauer des Klostergartens, über welche man leichtlich springen konnte, regelrecht abgekarterte Zusammenkünfte mit der Cordula halte, und das Ende vom Liede war, dass er in aller Stille in ein anderes Kollegium versetzt wurde. Doch, lieber Leser, entschuldige mich, dass ich hier aufhöre, denn die Schamhaftigkeit verbietet mir, mit noch deutlicheren Farben zu malen. Dagegen aber darfst du mir aufs Wort glauben, dass ich leichtlich noch viel gräulichere Dinge hätte offenbaren können, dieweil die jesuitischen Schandtaten wirklich alles übertreffen, was in dieser Beziehung nur je in der Welt geschehen ist. So schreibt mein Gewährsmann, und ich könnte dieses Kapitel zügig damit schließen, wenn ich nicht noch ein paar Worte über das verrufene Institut der Jesuitinnen, von denen in unserer Zeit fast gar nichts mehr bekannt ist, hinzusetzen hätte. Das Jahr, in welchem dieses Institut ins Leben trat, genau festzustellen, vermag niemand, denn die Söhne Loyolas, welche allein genau Auskunft darüber geben imstande gewesen wären, beobachteten von jeher aus guten Gründen ein tiefes Stillschweigen darüber, und die weltlichen Schriftsteller in diese Schmutzgeschichte einzuweihen, hütete man sich gar wohl. Tatsache dagegen ist, dass die Jesuitinnen im Jahre 1600 nicht nur existierten, sondern auch in ganz Italien sowie jenseits der Alpen in Oberdeutschland und dem südlichen Frankreich sehr verbreitet waren. Tatsache ist ferner, dass sie ganz dieselben Einrichtungen hatten wie die Jesuiten, das heißt, dass sie den Letzteren wie im Namen, so auch in der Kleidung fast aufs Haar glichen, dass sie Kollegien, Noviziate und Professhäuser besaßen, wie die Söhne Loyolas, und dass sie dieselbe Regierung mit einer Generalin an der Spitze eingerichtet hatten. Tatsache ist endlich, dass sie mit den männlichen Jesuiten in der genauesten Verbindung standen, dass sie in allen Städten neben jenen ihrer Domizile aufschlugen und dass sie ihnen, um es mit einem einzigen Worte auszudrücken, das waren, was die Eva dem Adam, die Weiblein den Männlein. So etwas hatte man in der Christenheit noch nicht erlebt. Es gab der Mönche und der Nonnen gar mancherlei und unter den verschiedenen Namen. Es gab auch solche, welche einen und denselben Titel angenommen hatten,
wie Dominikaner und Dominikanerinnen, Franziskaner und Franziskanerinnen und so weiter und so weiter. Aber weibliche Wesen, welche die drei Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ablegten, wie die Jesuitinnen, und doch keineswegs in Klöstern ein beschauliches, gottgeweihtes, der Welt entsagendes Leben führen, sondern vielmehr ohne stabilen Aufenthaltsort da und dort herumschweifen und die und wie Weltdamen leben wollten, welche sich anmaßten, überall, wo sie erschienen, die Rechte der Priester auszuüben und zu taufen, zu konfirmieren, zu trauen wie die ordinierten Geistlichen, welche insbesondere danach strebten, bei Männern jeglichen Alters und Standes als Gewissensräte zu figurieren und unter die Firma von Beichtigerinnen ihnen das zu sein, was schon so manches Beichtkind seinem Beichtvater war, welche endlich ohne Scheu und ohne auf die Schamhaftigkeit irgend Rücksicht zu nehmen, sich als die zweite Hälfte ihrer Namensbrüder, die Jesuiten, gerierten und offen erklärten, dass nur erst durch diese innige Verbindung die wahre Vollendung des Ordens Christi gefunden worden sei. Nein, so etwas ging doch über alle Begriffe. Und dem taten die Jesuitinnen dieses, alles, ohne je vom päpstlichen Stuhle dazu autorisiert worden zu sein. Sie taten es vielmehr aus eigener Machtvollkommenheit und hielten es nicht einmal für nötig, ihre Statuten zu publizieren, aber auch nur der römischen oder auch nur der römischen Kurie eine Anzeige von ihrer Existenz zu machen. Derohalben fand sich auch Antichrist Papst Urban der VIII. Bewogen, mit allen Mitteln seiner apostolischen Gewalt gegen sie einzuschreiten, und erließ eine fulminante Bulle gegen sie, in welcher ihr Institut nicht bloß für immer und ewig aufgehoben, sondern auch verdammt und als ein lästerliches Wesen bezeichnet wurde. Diese vom 21. Mai 1631 datierte Bulle, welche an allen Kirchen Roms angeschlagen und in der ganzen Christenheit bekannt gemacht worden ist, existiert natürlich auch jetzt noch zum Beweis, dass alles, was ich eben von den Jesuiten sagte, vollkommene Wahrheit, ja, sogar eine nur allzu gelind ausgerückte Wahrheit enthält, kann ich mich nicht enthalten, einige Quellen aus derselben wörtlich anzuführen. Wir haben, heißt es in einem Zitat, heißt es darin gleich nach dem Eingang, nicht ohne große Gemütsbestürzung vernommen, dass in Italien und jenseits der Gebirge gewisse Weiber und Jungfrauen, nachdem sie den Namen der Jesuitinnen angenommen, ohne einige Approbation und Gutheißung des Papstes von etlichen Jahren her zusammengekommen sind, dass sie unter dem Vorwand, ein geistliches Leben zu führen, gewisse Häuser in Art und Form eines Kollegi besetzt, Probationshäuser angeordnet und über dieselben eine oberste Gebieterin unter dem Titel einer Generalin bestellet, dass sie unter derselben Aufsicht das Gelübde des Gehorsams, der Keuschheit und der Armut abgelegt, sowie alle anderen Gebräuche der Jesuiten in Acht genommen, dass sie aber dabei sehr viele Dinge gepfleget, die dem weiblichen Geschlechte nicht wohl angestanden und wider die Ehrbarkeit und Schamhaftigkeit des Frauenvolkes schnurstracks angestoßen, ja sogar solche Sachen verübet, welchen alten, verlebten Männern, die in den Erfahrungen der Wollust wohlbekannt, zuwider gewesen wären. Dieweil nun aber solches Wesen sonderlich großes Ärgernis gibt, so haben wir, nachdem wir solche Bosheit nicht länger zu leiden gesinnt sind, die Schärfe ergriffen und diese böse Pflanzen ganz und gar auszurotten beschlossen. Deswegen wir denn nach Ratpflegung mit unseren heiligen Brüdern, den Kardinälen und Inquisitoren, diese vermeinte Weibersozietät gänzlich aufheben, abschaffen und wegzutun befehlen. Und ordnen also an, dass sie, die Sozietät der Jesuitinnen, von Anfang unkräftig, ungültig und nichtig gewesen und soll sie hiermit ganz und gar auf einmal abgeschafft, in ewige Vergessenheit begraben und aus der Kirche Gottes ganz und gar ausgerottet sein.
Ende Zitat. Also spricht Antichrist Papst Urban VIII. Was brauchen wir also noch weiter Zeugnis? Und hier endet das Kapitel, das erste Kapitel in dem dritten Buch. Und das nächste Titel, ich möchte nur meine gefühligen Zuhörer und Zuschauer vorwarnen, wird noch viel grausamer. In dem nächsten Kapitel heißt es nämlich die Liebhaberei zu Knaben und Jünglingen. Und da werden wir uns mit der pädophilen Agenda der Jesuiten hauptsächlich beschäftigen. Ich werde auch, bevor ich die Lesung mache, mich da noch ein wenig erst im Internet recherchieren, um euch vielleicht ein paar Punkte anzuholen, wo es um Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche mit Kindern geht. Was auf der einen Seite natürlich interessant ist, zu diesem Punkt dabei anzuholen. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, das ist nämlich hier bis jetzt überhaupt nicht zur Sprache gekommen, wir haben ja jetzt nur von den Jesuiten und ihrer Unzucht mit Frauen gesprochen, wir sollten auf gar keinen Fall vergessen, dass die römisch-katholische Kirche der größte Herd der Sodomiten auf dieser Welt ist. Sodomiten ist ein altes biblisches Wort, mit dem heute sogenannte, zwischen Anführungszeichen, Homosexuelle bezeichnet werden oder Schwule. Ja? Das sind Sodomiten. Ja? Da geht es um Sodomie. Sodomie ist eine Art Geschlechtsverkehr, wie sie natürlich nicht vorkommt. Mehr möchte ich ja jetzt nicht drüber sagen. Das könnt ihr ja eurer eigenen Einbildung überlassen. Das möchte ich eurer eigenen Einbildung überlassen, dass ihr versteht, was Sodomiterei ist. Könnt ihr auch gerne im Internet raussuchen. Die Worte sind zwar nicht mehr viel zu gebrauchen heute und sie werden auch gesagt, dass man die nicht mehr gebrauchen sollte, weil das ist nicht politisch korrekt. Heute spricht man ja von gleichgeschlechtlichen Ehen und was weiß ich nicht alles drum und dran, aber ich nehme eben kein Blatt vor den Mund und wenn die Bibel von Sodomiterei spricht, dann spreche ich von Sodomiterei. Da haben wir bis jetzt noch gar nicht von gesprochen. In Amerika zum Beispiel ist es so, dass der Berufsstand des römisch-katholischen Priesters derjenige ist, der die höchste AIDS-Rate und Sterberate an AIDS in den Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt hat. Und das kommt nicht irgendwo her. Ja? Und wenn man über Sodomiterei sich ein wenig informieren möchte, dann rate ich dazu an, sich mal eben die Bibel an die Hand zu nehmen. Die habe ich ja hier. Guck mal, da haben wir ja hier die Schlachter. Und dann gehen wir hier nämlich mal in das Neue Testament. Da haben wir nämlich den Brief der Römer. Dann gehen wir mal in den Römerbrief und da in Kapitel 1 und lest euch mal Römer Kapitel 1 durch und dann versteht ihr, was mit Sodomie gemeint ist und dass das nicht wie Lady Gaga singt, I was born this way, ja, nach dem Motto, man wird so geboren. Nein, 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 es gibt eine Heilung von Sodomiterei. Das steht alles in Römer 1 drin. Das könnt ihr dann ja gerne euch mal anschauen und durchlesen. Tja, zeitlich sind wir ja jetzt eigentlich sehr gut hingekommen, ja, knapp über eine Dreiviertelstunde, wobei ich dachte, dass ich mit dem Ausflug über die 10 Gebote hier und die anderen Sachen vielleicht ein wenig über die Stunde hinweg gehen hätte müssen, ist jetzt nicht so gewesen, ist das Video ein kleines bisschen kürzer, ist für mich auch kein Problem, ich hoffe aber, dass ihr versteht, dass ich mir nächstes Mal die Zeit nehmen möchte, wenn wir in diesem neuen Kapitel beginnen. Das zweite Kapitel, die Liebhaberei zu Knaben und Jünglingen, dass ich das nicht in mit dieser Lesung jetzt weiterführen möchte, sondern dass ich da eine neue Lesung für machen möchte und wir da dann neu drin anfangen. Aber es ist zwar so, dass die Lesung jetzt zwar im Grunde mehr oder weniger vorbei ist, aber ich habe ja immer noch Michael hier am Telefon und wir können ja vielleicht noch eine kleine Unterhaltung machen über das, was wir gerade eben gelesen haben. Und das erste Kapitel in diesem dritten Buch diskussionsmäßig noch ein wenig ausführen und abschließen. Michael, du hast doch sicher noch ein paar Anmerkungen zu machen, nehme ich an. Ja, ich habe zum einen eine etwas humorvolle Anmerkung zu machen, die muss ich jetzt natürlich auch wieder politisch korrekt formulieren. Und zwar steht ja in diesem gelesenen Kapitel steht ja drin, die Schleierträgerin, ich fand das sehr nett, das ist ja eine Mode, die jetzt auch wieder in Mode kommt. Ja. Und, die hat ja große Vorteile, Nachteile natürlich für die Kleidungsindustrie, Vorteile natürlich für den unzüchtigen Mann, denn er kann ja immer behaupten, er hat ja dieselbe Frau.
Wir sehen ja immer schließlich gleich aus. Aber die zweite Anmerkung, die ich da viel interessanter finde, ist, ich habe heute mal gelernt von dem Jesuitinnenorden oder der Gemeinschaft der Jesuitinnen. Da steht in Meyers großem Konversationslexikon drin, das sind die sogenannten Töchter der Gesellschaft Jesu. Und die wurden 1545 von Isabella Rossella aus Barcelona in Rom gestiftet und vom Papst Paul III. Der geistlichen Leitung Loyolas trotz dessen Widerstreben unterstellt. Darf ich die kurz unterbrechen? Ja. Hast du da einen Link zu? Ja. Kannst du mir den eben auf Skype schicken, dann kann ich das hier ins Bild mit reinnehmen, wenn du davon erzählst. Ja, aber ganz locker mache ich da. Ja, mach doch mal eben. Bin dabei, so einfügen und weg. Also da lese ich jetzt gerade von, das ist das Erste, was ich jetzt da lese. Ja, dann machen wir uns das hier mal eben groß. Ja. Und dann nehme ich das hier ins Bild mit rein. So. Genau. Ja, okay, erzähl mal. Die Stiftung wurde bereits 1547 wieder aufgelöst. 1609 gründete die Engländerin Maria Ward einen zweiten Verein von Jean J. in Saint-Omer. Departement. Ja, von Jesuitinnen heißt das wohl, ne? In Saint-Omer. Ach so, okay. In Saint-Omer, das ist Pas-de-Calais, das ist hier ganz im Norden Frankreichs. Ja, das war damals im Grunde Flandern. Ja, da ist Saint-Omer. Ja. Saint-Omer ist eine der renommiertesten alten Jesuitenschulen, für diejenigen, die das nicht wissen, wo unter anderem John Carroll, der ja der erste amerikanische Bischof war, 26 Jahre Jesuiten geschult wurde und auch seine Brüder und Cousins dabei waren. Alle drei Carrolls sind in St. Omer gewesen. Daniel Carroll, Charles Carroll und John Carroll. John Carroll hatte die längste Ausbildung mit 26 Jahren. Ja, also wenn hier da steht, 1609 gründete die Engländerin Maria Ward einen zweiten Verein von Jesuitinnen, also das J steht dann für Jesuitinnen in diesem Fall, in Saint-Omer, wie da eben drauf steht, im Departement Pas-de-Calais, ganz im Norden Frankreichs, was damals noch Flandern war, der bald England, Belgien, Deutschland Nachfolge fand, aber da er sich den Diözese an Bischöfen nicht unterstellen wollte, von Antichrist Urban dem 8. 1631 aufgelöst wurde, wie wir gerade eben ja in dem Buch bereits gelesen hatten. Ja. Naja, da geht's dann weiter zu den englischen Fräulein. Siehe englische Fräulein, ja. Da geht's zum nächsten Artikel. Möchtest du den mal eben lesen? Ich habe ihn auf hier. Ja, okay. Also, englische Fräulein, in Klammern, katholische adlige Fräulein aus England, Institut Maria. Kongregation für Unterricht und Erziehung der weiblichen Jugend ohne Klausur, hervorgegangen aus den von Maria Ward 1609 gestifteten und von Antichrist Papst Urban den 8. 1631 aufgehobenen Jesuitinnen, in Klammern siehe dort, verbreitete sich von München aus in Bayern. Ach, von Schwaben, München kommt, aber von München kommt doch immer nur so eine Schweinerei, ne? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ne? Also das ist echt doch kein Zufall, ne? Nee. Verbreitete sich von München aus in Bayern, Schwaben und Österreich, seit 1669 in England. Ihre Regel wurde von Antichrist Clemens den 11. 1703, das Institut selber erst von Antichrist Pius dem 9. 1877 bestätigt. Unterschieden werden drei Klassen: adlige Fräulein für höhere Ämter, bürgerliche Jungfrauen für niedere Ämter und dienende Schwestern. Die Tracht ist die ehemalige Witwentracht in England, schwarz mit weißem Brusttuch und weißen Bandschleifen, Haube und schwarzer seidener Schleier zum Ausgehen. Im Chor ein schwarz-seidener weißer Mantel. Weitermantel, okay. Vergleiche Leitner, Geschichte der englischen Fräulein und ihre Institute von 1869 etc. Genau. Ja, da waren die englischen Fräulein doch erfolgreicher. Ja, also ich hatte von den Jesuitinnen schon mal gehört, aber ich habe mich da noch nie richtig mit beschäftigt. Das ist auch ein Orden, der ja mehr oder weniger also nicht so zum Tragen kommt, schon gar nicht in der heutigen Zeit. Soll jetzt keiner irgendwie sagen von, jetzt sind die Frauen da auch noch mit drin. Das war vielleicht in den Anfängen irgendwie so, aber die haben ja niemals dieselben Gelübde abgelegt, wie die Männer abgelegt haben. Also zum Beispiel diesen Jesuiteneid, von dem wir ja gesprochen hatten, den ich auch auf meinem Kanal gelesen hatte in zwei Teilen. Ich hoffe, dass die meisten den kennen. Diesen extremen Eid der Jesuiten, der wurde nur von Männern abgelegt von Anfang an. Also, aber dass es natürlich da auch einen weiblichen Gegenpart gab, das ist nicht gerade unvorstellbar.
Ja. Also, ich sag mal so, zumindest fürs 16. Jahrhundert finde ich das schon recht revolutionär. Ja, fürs 16. Jahrhundert ist das sicher revolutionär, aber die Jesuiten wussten natürlich auch, dass sie mit allen Mitteln gegen die Reformation angehen mussten und der Zweck heiligt die Mittel, ne? Und wenn der Zweck dann eben auch heißt, eben auch einen Frauenorden einzurichten, dass man eben auch die Frauen in der Weise unter Kontrolle hat, dann will ich das gar nicht mehr abstreiten, dass sie das eben anscheinend gemacht haben, ne? Ja, das war so das Schlusswort, was ich jetzt dazu zu sagen hatte. Jetzt gebe ich gerne das Wort wieder an dich weiter. Gut, ja, also ich will es jetzt auch nicht länger machen als unbedingt nötig, um jetzt unbedingt eine Stunde voll zu kriegen. Ich möchte nur eben daran erinnern, wir schließen jetzt dieses erste Kapitel in dem Buch von Theodor Griesinger ab, wo es um die sexuellen Verfehlungen und moralischen Verfehlungen der jesuitischen Gesellschaft ging, hauptsächlich 16. und dann auch im Anfang des 17. Jahrhunderts, was wir hier jetzt gerade alles gelesen hatten. Das wir doch bitte schön behalten, vor allen Dingen war das, glaube ich, in der Lesung davor, wie die Jesuiten es geschafft haben, teilweise Menschen, die vor Gericht standen und unschuldig erklärt wurden vom Richter und von Geschworenen, wie sie es in einem weiteren Fall dann geschafft haben, um solche Leute doch noch schuldig zu erklären und sogar Todesurteile verhängen zu lassen. Der Fall von dem Bauer zum Beispiel, der seine Frau im Bett mit dem Pater gefunden hatte und die beiden ermordet hatte aufgrund der Rache, weil sie eben die Ehe gebrochen hat. Nehme ich jetzt nochmal eben als Beispiel. Es gibt dafür unzählige Beispiele und wenn ich das Buch lese, Babylon Mysterien, Religion von Ralph Woodrow, da kann ich euch auch schon sagen, da kommen wir einige Verfehlungen von den Päpsten gegen. Es wird da immer, in dem Buch wird nur von den Verfehlungen der Päpste gesprochen, also ganz oben in der römisch-katholischen Hierarchie, weniger von dem, wie es unten ist. Das ist bei Babylon Mysterien Religion so und das ist auch in dem Buch Die Frau und das Tier von Dave Hunt so. Da wird hauptsächlich von den sexuellen Verfehlungen der Päpste gesprochen, die also Inzucht betreiben mit ihren eigenen Kindern, die sie gezeugt haben, ihre eigenen Töchter, ihre eigenen Söhne vergewaltigen, ihre eigenen Neffen und Brüder und was weiß ich nicht alles, damit Unzucht treiben, die abschlachten, wenn ihnen das nicht mehr gefällt und so weiter und so weiter. Also das ist ein wirklicher, im Englischen sagt man Cesspool, ich kenne jetzt da das deutsche Wort nicht für, das ist ein wirklicher Cesspool, der sich da auftut, also ein wirklicher, ja, eine Höllenküche kann man beinahe sagen. Wenn man da einmal anfängt drin zu blättern und da muss man schon auch moralisch auf sehr starkem Grund stehen, um das überhaupt zu vertragen, was man darin liest. Nur jetzt das irgendwie zu beschönigen und da nicht drüber zu sprechen, das ist nicht mein Ding. Das mag dann noch so schlimm sein, aber ich finde, man muss das Kind beim Namen nennen. Es hilft nicht, wenn man da immer nur um den heißen Brei rumredet und das mache ich eben nicht. Bei mir werden die Dinge genannt, wie sie sind. Und wenn wir nächstes Mal in das Kapitel gehen, wo es um die Knabenliebe der Jesuiten geht, dann könnt ihr sicher davon sein, dass ich da nicht irgendwie geblümt spreche oder sowas. Dann spreche ich das so aus, wie es da steht und ich werde meine eigenen Kommentare kräftig dazu geben auch. Und ich werde, wie gesagt, vorher noch ein wenig Untersuchung anstellen über die Pädophilie-Agenda in der römisch-katholischen Kirche, weil, ich meine, das ist ja nun nicht weiter schwer. Das findet sich jede Woche in irgendeiner Zeitung, findet sich immer ein Priester, der sich an Kindern vergangen hat. Und Deutschland ist ja nun auch, hat ja nun auch in der Vergangenheit da einige Beispiele gehabt, doch mit diesen berühmten Chören zum Beispiel auch, wo ja auch diese pädophile Agenda rankam. Und jetzt gerade dieser Tage kommt es in den Nachrichten doch auch wieder vor, wo sie da diese Kindertagesstätte hatten, wo die Kinder da missbraucht wurden. Da sagt die jetzt von, ja, das ist ja nicht im katholischen Kloster oder was auch immer, das ist in einer Kita und was weiß ich nicht alles. Ja, aber die Leute sind ja auch eben alle katholisch erzogen und handeln eben katholisch. Ob sie das jetzt wissen, ob sie das wollen oder nicht, das ist nun mal leider so. Gut, damit möchte ich dann die Lesung heute zum Abschluss bringen. Ich möchte euch herzlich danken fürs Zuhören und fürs Zuschauen und
Ich möchte euch vor allen Dingen dazu ansetzen, dass ihr dieses Buch selber lest, neben dem, wie ich es lese. Ihr könnt ja gerne mitlesen, aber dass ihr es für euch selber lest, dass ihr die Dinge, die ich hier vielleicht teilweise auch unverständlich für euch vorlese oder kommentiere, dass ihr das für euch selber nochmal lest und auf euch selber reflektiert und eure eigene Nachforschung anstellt. Und vergesst bitte nicht, eure eigenen Nachforschungen sollten immer bei der Bibel anfangen. Die Bibel und die Bibel alleine ist das einzige wahre Wort Gottes, wo wir wirklich die Wahrheit drin finden. Nicht den Katechismus, nicht den lutherischen Katechismus, nicht den anglikanischen Katechismus, nicht den römischen Katechismus. Nein, die Bibel, die einzige wahre, bewahrte Bibel, so wie sie heute existiert. In Deutsch die Schlachter 2000 und in Englisch die King James von 1611. Und je mehr ihr die verschiedenen Bibeln vergleichen werdet, desto mehr werdet ihr feststellen, dass ich mit dieser Behauptung recht habe. Und wer daran Zweifel hat, der sollte sich meine Lesung angucken, die Bibel, korrekt oder korrupt, von dem Rudolf Ebershäuser, wo ich auch noch weitere Papiere und Bücher drin lesen werde. Das ist also erst der Anfang, was ich da gemacht habe. Und da wird ja ganz deutlich bewiesen, wie der Ursprung oder wie die Ursprünge der verschiedenen Texte sind und woher es kommt, dass wir so viele korrupte Bibeln heute haben. Wenn ich eine korrupte Bibel habe, dann habe ich nicht das reine Wort Gottes. Wenn ich nicht das reine Wort Gottes habe, dann kann ich Gott nicht kennen, wie er ist, sondern ich kenne einen verformten Gott. Und das ist der Grund, weshalb so viele Leute heutzutage ein Problem haben mit dem Glauben, weil sie so viele falsche Informationen gegenkommen, begegnen, wo immer sie sind, dass sie sich kein ordentliches, richtiges Bild von dem wahren Schöpfer Gott bilden können. Und dafür braucht man die wahre, richtige Bibel und die muss man dann auch mal lesen. Und zwar von vorne bis hinten durch am besten. Gut, hast du noch eine abschließende Bemerkung, Michael? Nein, habe ich nicht. Vielen Dank für die Lesung und ja, ich freue mich auf dann Episode 36. Ja, ich auch. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Möge Gott euch behüten und beschützen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.